Beitrag verpasst? Kein Problem. Ob Politik, Sport oder Unterhaltung. Im Radio Trausnitz Podcast werden Sie fündig. Auf der einen Seite ein junges Elternpaar, auf der anderen Seite ihr Sohn Michael, ein Jahr alt. Der Kleine ist den Eltern weggenommen und in einer Pflegefamilie untergebracht worden. Fakt ist, die Eltern sind nach der Geburt tatsächlich ziemlich durch den Wind gewesen. Es hat viel Streit und auch einen Nervenzusammenbruch gegeben. Aber dann haben sich Martin Königer und seine Frau von Fachärzten helfen lassen. Ja, ich mache Psychotherapie, gehe in ambulante Psychotherapie zu Gesprächen. Ich war in einer Klinik, meine Frau war auch in der Klinik und wir sind ohne Eigen- und Fremdgefährdung von der Klinik wieder entlassen worden, von Fachärzten ohne Medikamente. Also es liegen keine schwerwiegenden psychischen Erkrankungen vor. Der Haken an dieser Sache ist ein Gutachten. Darin ist festgestellt worden, dass Martin Königer psychisch schwer krank sei und an diesem Gutachten muss sich das Familiengericht halten, darf also den Kleinen nicht in die Familie zurückgeben. Der Richter, der hat dann bei Gericht nicht mehr gewusst, was er jetzt machen soll. Er kennt sich da nicht aus und hat halt einen Gutachter beauftragt, einen Familiengutachter, einen Diplompsychologen, der also kein Facharzt ist. Der Diplompsychologe hat dem Vater dann empfohlen, sich stationär in einer fachpsychiatrischen Psychotherapieklinik behandeln zu lassen. Dort haben die aber dann gesagt, das ist nicht nötig. Ich habe da dann auch eine Bestätigung bekommen, dass das nicht nötig ist und dass ich halt ambulant in der Psychotherapie gehen soll. Das habe ich auch getan. Martin Königer tut natürlich alles, denn er und seine Frau wollen den kleinen Michael unbedingt wieder zurückhaben, verständlicherweise. Bisher dürfen sie ihn nämlich nur alle 14 Tage 2 Stunden lang sehen. Jetzt ziehen sie sogar vors Oberlandesgericht und hoffen so, dass sie ihren Liebling möglichst bald wieder in die Arme schließen können. Wir drücken den beiden auf jeden Fall die Daumen. Menschen aus Niederbayern, nur bei Radio Trausnitz.